Also ich würde davon jeden nehmen, außer dem Pflaumenkuchen. Geh auf und Anzug Friseur, man sieht's bloß nicht. Servus junge Löwen, hier sind Philipp und Murph und wir sind schon ganz gespannt, welche Fragen ihr für uns habt. Hallo, ich bin der Leo, ich bin 6 Jahre alt. Wie viel braucht man, um so austrainiert zu sein? Ja, also natürlich solltest du des Öfteren in der Woche Sport machen, laufen gehen und wir zum Beispiel gehen natürlich auch noch neben dem Fußball in den Kraftraum, ein paar Gewichte stemmen. Das sollte man in deinem Alter jetzt noch nicht machen, aber wenn du größer bist, darfst du auch damit anfangen und das hilft dir schon sehr viel weiter, dass du dann irgendwann austrainiert bist. Richtig, natürlich solltest du auch nicht vergessen, dich ordentlich zu ernähren. Ich habe schon mit 5 Jahren angefangen zum Fußballspielen. Wann hast du denn angefangen zum Fußballspielen? Also ich war 5 Jahre, als ich mit dem Fußball angefangen habe. Das war damals beim TSV Gelinden. Also ich habe mit 4 angefangen, im Verein dann mit 8, glaube ich. Phoenix Lütchen war mein erster Verein. Mit jetzt noch andere Sportarten. Andere Sportarten, die ich noch gerne mache bzw. verfolge, sind Handball, Basketball, Football. Ich glaube, da ist der Murph auch voll im Thema. Ja, ich bin ein großer Football-Fan, noch größerer Basketball-Fan. Kann zwar nicht spielen, rede aber gern drüber und ja. Hallo, ich bin der Tayo, ich bin 8 Jahre alt. Ich wollte fragen, ob ihr Among Us kennt. Ob ihr Minecraft spielt, ob ihr überhaupt Computerspiele spielt, was euer Lieblingscomputerspiel ist und ob ihr zum Friseur geht oder immer zum Gleichen. Also Computer spiele ich nicht großartig, ab und zu mal PlayStation, wenn dann FIFA. Der Computer und PlayStation bin ich eigentlich komplett raus mittlerweile. Ich habe früher gern 2K gespielt. Ab und zu FIFA, aber bin seit ein paar Jahren komplett raus. Ah ja, Thema Friseur. Ja, ich gehe ab und an zum Friseur, man sieht es bloß nicht, aber wenn ich gehe, dann auch zum Gleichen. Und falls du da irgendwann mal einen Tipp brauchst, sagst du Bescheid. Ich ziehe immer in Training, wenn es kalt ist, Handschuhe an. Warst du denn auch Handschuhe anziehen, wenn es kalt ist? Auf jeden Fall dürfen wir Handschuhe anziehen, wenn es kalt ist. Lediglich ziehe ich die meistens nur zum Trainieren an, nicht zum Spielen. Ich ziehe sie gar nicht an. Möchtest du gern Schokokuchen oder Erdbeerkuchen oder Zitronenkuchen oder Pflaumenkuchen oder Himbeer? Also ich würde davon jeden nehmen, außer dem Pflaumenkuchen. Ich bin ein großer Käsekuchen-Fan und Schokokuchen fällt mir auch.